Dann schauen wir mal auf Spoon Island. Isle. Ich verwechsel immer. Sonst gibt es ja hier keine Insel. Nein. Ja. Es hätte uns früher auffallen sollen. Wir können nur da ankommen, okay. Warte mal. Ja, es funktioniert sogar so. Das habe ich ja bis jetzt immer abgelehnt, weil ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Ich gehe jetzt übrigens wieder einmal mit dem Pfeiltasten. Normalerweise gehe ich ja mit der Maus, weil es ja eigentlich, weil das die normale Gehweise bei Tales of Monkey Island ist. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Und jetzt gehe ich einfach mal mit dem Pfeiltasten, was aber ein bisschen gar nicht so leicht ist, weil sonst da muss man immer so links, rechts, wenn man lenkt. Im Kreis. Das gibt's ja nicht. Kann ich's verwirren, wenn ich mit beiden bewege. So kann ich ihn verwirren. So. Ich habe keine Ahnung, wo die sein sollte. Vielleicht können wir dann auch nach links gehen. Da drüben irgendwo. Aber wenn sie mit Floß weggefahren sind, warum sollten sie es dann nicht, warum sollten sie es dann da vergraben? Das wäre ja zu gescheit für die, dass sie so ein Ablenkungsmanöver gegenüber mir gemacht hätten. Das geht ja nicht. Das sind sie zu dumm dafür. Also muss es auf einen der anderen Inseln sein. Diese goldene Meeresschildkröte hat diesen Stein ganz schön beeindruckt. Danke, danke. Ich bin die ganze Woche hier. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Das habe ich jetzt noch wirklich nicht verstanden. Nochmal? Der Altar hat jetzt ein paar Sprünge, aber er hat den Fall gut überstanden. Nochmal? Diese goldene Meeresschildkröte hat diesen Stein ganz schön beeindruckt. Danke, danke. Ich bin die ganze Woche hier. Warte mal, vielleicht können wir da... Nein. Okay, dann halt nicht. Du sagst, was passiert. Hallo? Oh, passt jetzt. Ist ab, wieder zurückgelegt. So, nein, jetzt. Ich muss wieder rein. Diese Beschwörungsartefakte sind zu wichtig, um mit ihnen zu spielen. Ich sollte besser auf sie aufpassen. Wieso? Also, wir können einfach zurück zum Dschungeleingang gehen. Könnt ihr mir nicht sagen, wo das vergraben liegt? Auf gefällter Holzstämme. Okay, da vorbei kann man da nicht. Aber da eigentlich vorbei. Ja, man kann dahinter hingehen. Nur da hinten ist nichts, oder? Nein. Das ist nur aufgemalt dahin. Aufgemalte Wand. Holz, sagt er jetzt, oder? Es ist ein Haufen gefällter Bäume. Ja, interessant. Ich finde überhaupt die Inseln da so schön. Gut, wo könnte es noch sein? Da ist nicht. Schauen wir mal, Long Island. Spinner Cay? Ich glaube nicht, dass es ein Spinner Cay ist. Dann machen wir wieder mal da einen Schnitt und ich überlege mir das nochmal durch, wo das sein könnte. Und bis zum nächsten Mal. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Tales of Monkey Island. Und ich würde mal sagen, wir rocken jetzt endlich mal das Island. Ja, ist schwer auf Deutsch zu sagen, aber ja. Wir haben ja letztes Mal versucht, ihnen das abzulocken. Ich weiß schon, was wir machen müssen. Ich bin nämlich zufällig drauf gekommen.
Ich hoffe, das funktioniert so, weil hallo? Ah, oh. Es hat noch geleckt. Also geleckt, eigentlich sollte es nicht haben, sondern keine Ahnung, was das genau war, keine Ahnung. Gehen wir mal aufs Schiff. Willkommen zurück, Sir. Ja. Mr. Winslow? Ja, Kapitän. Wohin geht die Reise? Wie macht sie unter... Wohin geht die Reise? Nirgendwohin, Sir. Sobald Sie einen Zielort auf der Karte festlegen, können wir die Segel setzen. Ach so. Weiter so mit der guten Arbeit. Machen Sie so weiter. Aye, aye, Sir. So, Karte festlegen. Segel vorbereiten, Mr. Winslow. Kurs auf die Jerkbait-Inseln, Mr. Winslow. Ja, Sir, Captain Threepwood. Ah, Blödsinn. Ah. Segel vorbereiten, Mr. Winslow. Gelatofelsen. Der Gelatofelsen hat mir eher Pech eingebracht. Erst die ganze Sache mit LeChuck und dem explodierenden Schiff. Dann hat Morgan meine Hand abgeschnitten, als ich zurückging. Mr. Winslow, wir sollten den Gelatofelsen ab jetzt vermeiden. Ja, Sir, Captain Threepwood. Also ja, dann war es die da oben. Weiter zu Brillig Island. Aye, aye, Sir. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass es winzige Inseln wie diese hier überhaupt gibt. Zum Glück stecke ich hier nicht fest. Ich habe schließlich meine Liste der 5 wichtigsten Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde, noch nicht vollendet. Oh. Ich bin Skybrush Threepwood, mächtiger... Ich habe es doch gewusst. Wäre ich ein vergrabener Papagei, wo wäre ich dann wohl? Auch wenn diese Inseln so klein sind, würde ich hier nicht wahllos nach einem Schatz graben wollen. Da müsste ich womöglich jahrelang von einer Insel zur nächsten ziehen. Ich bin Skybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Aha, da bist du, kleiner Papagei. Ich grabe dich sofort aus. Ha, ich habe es doch gewusst. Gruselig. Das hört sich an, als wäre ich lebendig begraben. Mal wieder. Ich finde, einmal im Leben ist wirklich genug. Das ist, ich bin nämlich zufällig drauf gekommen, dass man da noch woanders hinfahren kann. Und da haben wir gedacht, man muss ja irgendwie... Wie findet ihr das, ihr blöden Piraten? Unterschätzt niemals die Schatzsucherfähigkeiten des Skybrush Threepwood. Ich bin Skybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Halt endlich dein Maul. So. Cool. Weil auf den anderen waren wir überall schon. Zwischensequenz. Bam, bam, bam. Ah, ma petite Mörderin, wo ist denn der mickrige Pirat und seine herrliche kranke Hand? Hier, bitte. Und was für ein glorreicher Kampf! Guybrush war erstaunlich. Sie hätten sehen sollen, wie er... Was denn? Nein, nein und nochmals nein! Das genügt nicht! Ich brauche alles von Monsieur Threepwood. So war das aber nicht abgemacht. Ich glaube, Sie sollten mir jetzt mein Gold geben. Oui, oui, aber natürlich. Aber mir wurde klar, dass Threepwood selbst etwas ganz Besonderes ist. Ich brauche seinen Körper für meine Experimente. Ich zahle Ihnen das Doppelte, wenn Sie ihn mir lebend bringen. Verdreifachen Sie. Dann reden wir weiter. Habe ich erst einmal seine Essenz extrahiert und mein Elixier optimiert, dann liegt mir die Welt mit all ihren Schätzen zu Füßen. Ja, ja. Gehen Sie jetzt, Mademoiselle. So schnell wie die Winde von Flotsam und bringen Sie mir meinen überaus profitabel Piraten. So, Bruder. Ich bin fertig hier. Zurück zur Narwhal. Willkommen zurück, Sir. Danke, Mr. Winslow. Wohin, Kapitän?
Auf die Jerk. Kurs auf die Jerkbait-Inseln, Mr. Winslow. Ja, Sir, Captain Threepwood. Die reden wir die ganze Zeit rein, das gibt's ja nicht. Das ist das Gute in Minecraft, da kann man keiner reinreden. Was geht hier vor sich? Das ist McGillicuddy. Er navigiert seine Schiffe heran und errichtet eine Blockade um die Insel. Er wird hier alles in Schutt und Asche legen, wenn er diese Beschwörungsartefakte nicht erhält. Ich gehe nach oben. Ich bin im Laden, solltest du mich brauchen. Okay. Sir, ich werde die Screaming Narwhal ins offene Meer bringen, bevor die Blockade steht. Dann gerät sie nicht ins Kreuzfeuer. Okay, ich werde schon irgendwie da rauskommen, sobald ich... Hilfe! Elaine! Winslow, warten Sie! Ich muss Elaine holen, ich bin gleich wieder da! Keine Zeit, Sir! Wir müssen einen Weg finden, an der Blockade vorbeizukommen. Ich werde warten, um sie abzuholen. Ist da jemand? Ich brauche Hilfe! Ja, beeil dich! Warte mal. Hilfe! Wo ist sie jetzt eigentlich? Wie da oben, oder was? Wie was waren? Wo sind die jetzt? Hallo? Oh nein, Seehäschen. Was ist geschehen? McGillicuddy. In einem Moment der Unaufmerksamkeit hat er mir eine übergezogen und Häuptling Beluga entführt. Ich habe einen Plan zu dessen Rettung erarbeitet. Aber dann fiel aus heiterem Himmel ein Stück einer Meermensch-Statue auf mich und jetzt stecke ich fest. Ich habe dich. Also gut. Schleichen wir zu meinem Schiff hinaus und dann segeln wir da raus. Richtig. Dein Schiff? Das ist perfekt. Ich benötige noch ein Schiff für meinen Plan. Oh, und wir gehen noch nicht von hier weg. Aber... Okay, hör mir genau zu. Jede Blockade hat auch ihre Schwachpunkte. Wir arbeiten mit der klassischen Zwei-Punkt-Strategie. Ablenken und aufspießen, um das auszunutzen. Funkenallergie abkleben und aufgießen. Ich hole mein Schiff aus dem Versteck und sorge im Osten für eine Ablenkung. Deine Aufgabe ist es, zum Strand von Spoon Isle zu gehen und sie im Westen abzulenken. Wie stelle ich das an? Am Strand steht eine Kanone. Ständiges Feuern müsste sie so sehr beschäftigen, dass ein anderer unbemerkt durchschlüpfen kann. Wer ist da noch dabei? Du musst für mich LeChuck über seine Rolle informieren. Er muss sich durch die Schwachstelle der Blockade schleichen, sobald sie durch dich und mich abgelenkt sind. Danach dein Schiff übernehmen, zu McGillicuddys Flaggschiff fahren, es versenken und Beluga retten. Ehrlich gesagt sollte ich derjenige sein, der dorthin segelt und die Heldentaten des Versenkens und des Rettens des Meermenschkönigs vollbringt. Der Königin, was auch immer. Oh mein Schatz, ich wünschte, du könntest das. Aber die Pocken haben McGillicuddy vollständig befallen. Mit ihm ist nicht mehr zu spaßen. Aber es ist doch mein Schiff. Ich sagte, hör mit dem Gejammer auf und steh dein Mann um Blackbeards Willen. Ich bin hier fürs Plan zuständig, Schönling. Übel. Schau bloß nicht hin, aber du könntest dich ein wenig mit den Pocken angesteckt haben. Es sei denn, du bestehst auf ein passendes Gegenstück zu deiner Hakenhand. Ansonsten empfehle ich dir, das zu tun, was ich sage. Ja, meine Liebe. Hoppla. Ich muss los, Liebster. Geh und finde LeChuck und erzähl ihm von unserem Plan. Hey, LeChuck. Elaine sagt, du sollst herausfinden, wie viele Kanonenkugeln du in deinen beknackten... Ich kann dich hören. Ja, Liebling. Autsch, heiß. Warum hat sich Elaine daran nicht verbrannt? Vielleicht weiß ich es womit, irgendwie mit... So, jetzt werden sie nicht mehr alles in meinen Taschen ansehen. Ja, geh darüber. Los, geschwind. Ist wieder noch richtig spannend. Ist.
Hinher. Kreis gehen noch, ja, weil wir so viel Zeit haben. Das Schiff ist ja nicht mehr da, oder? Anscheinend nicht, nein. Jetzt beeil dich. Los!